Bevor ich mit Mountain Dwellings oder mit den Berg anfangen möchte, möchte ich einfach über ein paar grobe Konzepte, die wir als Architekten wirklich anspielen. Das ist ein Bild von Kopenhagen 2009, wo im Dezember die Klimakonferenz war. Und da kann man sehen, das ist also nicht ein sehr glücklicher Moment. Da wurde in diesem Raum, in diesem Moment wirklich erstmals verstanden, dass man auf der Nationenebene, internationalen Ebene, diesen Klimafrage nicht mehr wirklich eine Antwort hat. Man sieht Dr. Frau Merkel, man sieht Barroso, Obama, damals noch Sarkozy und Gordon Brown, die alle zusammen verstanden haben, dass wir es einfach nicht schaffen. Und das sagt aber, dass wir jetzt nicht in wir müssen jetzt nicht sagen, wir sind jetzt, wir schaffen es nicht. Oder Entschuldigung, die nächste Generation, ihr bekommt einfach was ganz Schlimmes. Das bedeutet, dass die Verantwortung eine Stufe tiefer geht. Wenn es jetzt die Nationen nicht packen, dann müssen es die Regionen packen, die Städte oder die einzelnen Menschen müssen Wege finden, um mit dieser Frage umzugehen. Und das ist irgendwas, was wir als Architekten wirklich wahrnehmen. Also wir mischen uns ein in Brüssel, der Bjarke, also BIG, B-I-G steht für Bjarke Ingels Group. Und der Bjarke sitzt hier in Brüssel und mischt sich einfach ein in den Fragen, die wirklich europaweit anpassen. Und er ist auch eingeladen worden in England zu der 10 Downing Street, um wieder über ganz große, grobe Fragen von den Sozialwohlstand der Stadt, wenn diese ganzen Riots in England im letzten Sommer waren, warum sind die passiert? Sind das ökonomische Gründe? Sind das Integrationsgründe? Und mit diesen großen Themen beschäftigen wir uns und aus diesen Themen machen wir auch unsere Arbeit. Wie gesagt, wir heißen BIG und wie wir angehen mit Energie, das ist, dass wir machen nicht so einzelne Zertifikate. Das kann man wirklich von LEED auf BREEAM auf DGNB. Das sind alles so Zertifikate, die muss man einfach lernen, was man machen muss und kann sich dann so in dem Fach oder in diesem Gebäude sich befinden. Wir denken viel mit, wie kann man, wenn man Energie einmal produziert, wie kann man sie mehrmals anwenden? Das bedeutet, dass wenn man zum Supermarkt geht und man kauft sich gefrorenes Hühnchen, gefrorenes Hühnchen hat Energie gebraucht. Und aus diesem Frieren wird Hitze erstellt. Warum können wir nicht uns unsere Städte vorstellen, wo man plötzlich ein Schwimmbad oberhalb einem Supermarkt baut, der dann diese ganzen gefrorene Hühnerluft nach oben pumpt und dort ein wunderschönes, warmes Schwimmbad im Winter gibt. Können wir uns nicht unsere Städte anders vorstellen, wo wir wirklich mit der Energie und dem Gebrauch des Energies wirklich beschäftigen? Wir nennen das hedonistische Nachhaltigkeit. Das Nachhaltigkeit bedeutet nicht, dass unsere Fenster kleiner werden müssen, dass unsere Wände dicker werden müssen, weil das wird ja beinahe mittelalterisch, dass wir wirklich irgendwie zu einem Punkt wieder kommen, wo wir gerade uns weiter etabliert haben, dass wir wirklich eine Architektur finden, das wirklich Menschen möchten. Sie lieben Aussichten. Gib ihnen Aussichten. Sie lieben die Natur. Lass die Natur doch reinkommen. Es ist, wie können wir wirklich was bauen, wo wir wirklich den Lebensqualität angehen. Und wenn wir die Lebensqualität erhöhen und gleichzeitig unseren Energiebedarf niedriger machen, dann haben wir wirklich ein Rezept gefunden, wo wir die Massen von Menschen mitbekommen. Und es ist nicht über wie viele Kilowatt pro Stunde pro Quadratmeter ein Gebäude vielleicht gebraucht oder nicht bräuchte. In Kopenhagen und in Dänemark gibt es wirklich ein paar sehr interessante Menschen, die diese hedonistische Nachhaltigkeit wirklich auch unterstützen.
Sie hat vielleicht einer der schlimmsten Berufe, die es überhaupt gibt. Sie ist die Direktorin von einem Abfallverbrennungsanlage. Und also sie nimmt den ganzen Abfall, den wir produzieren am Tag, und verbrennt ihn. Und die Dänen machen das schon seit 60 Jahren und sind wirklich Weltleiter mit Weltführende, die wirklich mit Verbrennung, Anwendung und Energie daraus zu machen. Sie sagt, sie möchte eine neue, die Anlage, die sie hat, ist 40 Jahre alt, sie möchte eine neue Anlage. Das ist das erste Mal, dass das ein architektonisches Projekt ist und kein Ingenieurprojekt. Und sie hat gesagt, dass sie möchte eine Energieanlage, die Architektur ist und ein Geschenk zur Stadt. Und das sind so drei Wörter, die man wirklich, Architektur, Geschenk und Stadt. Sie denkt, dass das wirklich im Stadtbild irgendwas zu tun hat. Und wenn man sich anschaut, wie sehen Verbrennungsanlagen überhaupt aus? Ja, das sind wirklich nur Kisten mit einem Schornstein draußen. Und die sind meistens wirklich am Rande der Städte und niemand möchte in der Umgebung von einer von diesen Verbrennungsanlagen wohnen. Ja, warum können wir uns das nicht anders vorstellen? Wenn jetzt in Deutschland gesagt wird, bis 2022 keine Atomkraft, ja, wo kommt denn dann diese 25-30% der Energie? Wo kommen die denn dann in der Zukunft her? Man muss sich jetzt vorstellen, die kommen nur von entweder Kohl oder Solar oder Wind oder Verbrennung. Man muss sich dann in diesen Technologien dann sich wirklich klug machen und sehen, wie können wir die anwenden und wie können wir die in die Stadtbilder hineinbauen. Also es gibt 16 von diesen Verbrennungsanlagen in ganz Dänemark. Über 50% von dem Abfall wird verbrannt, 40% werden wiederverwendet und nur 4% werden ins Land gesteckt. Amerika dagegen, 99% der Abfall wird einfach als Landfill in der Natur gesetzt. Und weil die Dänen einfach keinen Platz haben, dafür müssen sie sich was anders ausdenken. Unsere Verbrennungsanlage ist direkt in der Innenstadt. Die Königin, die lebt hier links und ihr Schlafzimmer schaut auf dieses Gebäude. Also es muss einfach hübsch sein. Und deswegen wurden auch die Architekten so eingeladen dafür. Wir haben uns gedacht, okay, das ist volumetrisch das größte Gebäude in ganz Kopenhagen. Auch es hat eine Höhe von 100 Meter. Also es wird ein riesengroßes Gebäude, mit dem wir uns befassen müssen. Die Dänen, die setzen sich ins Auto, fahren 8 Stunden zu Schweden, um so 100 Meter Skipisten runterzufahren und fahren dann wieder 8 Stunden wieder zurück. Das ist nicht sehr nachhaltig. Da haben wir gesagt, wenn wir schon 100 Meter etwas bauen, kann man sich nicht vorstellen, dass man dann auf diesem Gebäude einfach eine Skipiste baut. Wir haben ja Berge von Abfall. Wir lieben Berge von Schnee. Wir haben ja auch die Temperatur oder das Klima für Schnee in Skandinavien. Kann man sich nicht vorstellen, dass man diese zwei Funktionen zusammensetzt. Und hier haben wir unser Gebäude. Und das ist unser Wunsch, unsere Vision. Und wir sagen, wir haben einfache, also grün, blaue und dunkle Pisten. Man nimmt den Fahrstuhl nach oben und kann sich dann am Tag so ein paar Mal runter und dann kann man in der ganzen Umgebung dann noch weitere Freizeitaktivitäten umbauen. Wir haben diesen Wettbewerb gewonnen. Es wird gebaut. Und wir reden von 4 Milliarden Kronen, dänische Kronen. Also es ist wirklich eine Riesensache. Und die haben einfach, wir haben gewonnen, weil sie gesagt hat, erstens sind wir in der Stadt. Und wir haben eine Verantwortung für die Stadt, dass dieses Gebäude auch etwas wieder zurückbringt. Zweitens hat sie gesagt, ich kriege nie Leute, die zu meiner Facilität kommen möchten, um ihnen zu zeigen, was überhaupt Abfall ist. Und dass sie vielleicht, wenn sie es erstmal sehen, vielleicht dann auch ihr Leben ändern. Und so hat sie gesagt, dieses Projekt muss gebaut werden. Und natürlich, im Winter gibt es Schnee, so 2-3 Monate im Jahr gibt es in Dänemark Schnee, aber nur, sie haben keine Höhen. Deswegen gibt es auch kein Skiteam im Olympischen Spiele.
Aber wir möchten auch im Sommer Skifahren. Also es ist ein künstlicher Schnee, dass man mit Bikini-Boarding auch schafft. Diese Technologie, die gibt es schon. Das ist hier in Frankreich, das ist schon 20 Jahre alt. Das ist alte Plastikmatten. Und da gehen die ganzen Skiteams, wo in Österreich kein Schnee mehr gibt, gehen die olympischen Skiteams auf diese Berge, um zu üben. Und das möchten wir auch benutzen, dass wir einen künstlichen Schnee haben. Und dann, wenn der echte Schnee kommt, der sitzt dann einfach oben drauf. Man sieht das Gebäude von allen verschiedenen Stadtteilen. Und wenn Sie sehen, wir haben auch eine ganz interessante Idee mit den Rauchringen. Wenn jetzt Rauch aus einem Schornstein kommt, hat man keine Ahnung, wie viel Rauch da überhaupt rauskommt. Also man kann sagen einfach, dass man als Mensch vorbeigeht und es einem wurscht. Wenn wir wüssten, was ein Ring wäre, ein Ton Carbon, und wir sehen da plötzlich 5 Ringe rauskommen, dann sagen wir, ho, wir müssen ein bisschen aufhören, wir müssen ein bisschen unser Leben ändern. Durch Information und durch eine Art Engagement mit der Information können wir unser Leben ändern. Also wir haben vor, den Rauch zu sammeln oben. Das ist mit der Zusammenarbeit von einem deutschen Duo Realities United aus Berlin. Mit denen werden wir die Rauch, das ist Wasserdampf, das ist gar nicht schlimmer Rauch, das ist nur Wasserdampf, den wir da oben behalten. Und dann mit Pisten, den senden wir dann raus, wenn es ein Ton Carbon da oben ist. Und so kann man dann sehen, was da rauskommt. Also wenn Sie kommen und... Das ist jetzt im Bau, das ist jetzt die Fassade, Elemente von den Fassaden, wo wir jetzt gerade sehen, wie die strukturell gebaut werden können. Wenn Sie in 2016, 17 vielleicht jetzt, nach Kopenhagen kommen, dann können Sie kommen und sehen Sie dann auf der Horizont unsere Abfallverbrennungsanlage und dann die Rauchringe, wie sie dann rausgepufft werden. Also ich würde Ihnen allen zumuten, mal in den Norden zu schauen. Ringe. Ringe bringen mich auf ein Thema, was sehr, sehr nahe liegt an allen, die hier im Raum sitzen. Wir wurden gefragt, bei Audi zu gucken, zu sehen, was ist die Zukunft von Audi. Können Sie uns helfen? Wir möchten mehr Autos verkaufen, natürlich. Und wir haben geguckt und die haben riesengroße Angst, weil Großstädte wie Kopenhagen, die bauen immer mehr Fahrradwege, die machen immer weniger Parkplätze und die ganze Stadt wird irgendwie anti-Auto. Und deswegen sind die gekommen nach Kopenhagen, um uns zu fragen, wieso, wenn ihr Zukunftsbilder zeigt von Visionen von Großstädten, dann ist alles grün, alle Leute lachen und radeln von einem Platz zum anderen. Und dann haben wir gesagt, das ist so, das wird auch so werden, aber lass uns helfen, Ihnen mehr Autos zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, Sie sind keine Autofirma, Sie sind eine Mobilitätsfirma. Wenn Sie sich ansehen, als einfach einen Mensch von einem Punkt A zu Punkt B bringen, und das ist eine Audi-Atmosphäre oder eine Audi-Bewegung, das ist, was Sie machen. Sie kennen ja, die 4 Ringe sind von 4 verschiedenen Autowerkfirmen. Sie lieben Vorsprung durch Technik, also es ist immer alles sehr, sehr technisch. Dann haben wir gesagt, können Sie sich vorstellen, Audi Bikes? Was es wäre mit Audi Trains oder Audi Blades? Und dass einfach die Bewegung und einfach diese Ringe einfach irgendwie eine ganz andere Maß nehmen können, von 2 auf 10 auf 20. Und dass man wirklich dann die Möglichkeit hat, Bewegung irgendwie zu branden in dem Sinne. Dann haben wir Ihnen nochmal was gesagt, was wäre, wenn die Autos in der Zukunft keinen Fahrer mehr haben. Das kann man sich vielleicht in diesem Land nicht vorstellen, die Fahrvergnügung. Aber was wäre, wenn man sich einfach ins Auto sitzt und das Auto fährt einem von einem Platz zum anderen. Der Grund, dass es solche Situationen gibt, wie hier in Los Angeles, ist einfach, weil wir haben eine Struktur aufgebaut, die hat nicht die Möglichkeit, Massen von Menschen von einem Platz zum anderen schnell zu bringen. Wenn man sich anschaut,
dieses driverless Auto, das ist so in den letzten 20, 30, 40 Jahren ist das entwickelt worden von Ingenieuren und die bauen immer mehr und mehr Sachen, die automated sind in Autos. In 1995 gab es schon in Amerika ein Auto, das knapp unter 100% sich selbst 5000 Kilometer über Amerika gefahren ist. In 98 haben sie dasselbe Auto vielfach gemacht und dann fuhren plötzlich 8 Autos mit ganz, ganz wenig Platz zwischen den Autos. Und jedes Jahr gibt es einen riesengroßen Wettbewerb, wo Leute immer mehr und mehr versuchen, diese driverless cars zu verfeinern. Wir leben ja schon in einer Welt, wo wir keine Fahrer mehr haben in Subways. Wir sind schon seit Jahrzehnten in Flugzeugen, die sich selber fliegen. Warum haben wir so eine Resistenz gegen selbstfahrende Autos? Cruise Control, also man muss nicht mehr sagen. Und Autos, wenn man sich so vorstellt, die sind ja so mehr und mehr automated, also mit Brakes und mit jetzt Parking. Also viel, viel Plätze gibt es, wo Autos einfach sich selbst vorwärts schicken. Wenn man sich Großstädte anschaut, hat man hier, das ist in Barcelona, das ist eine Stadt, die zum Fuß gebaut worden ist. Also da geht man zu Fuß überall hin. Dann gab es, das ist auch Barcelona, nur später, da plötzlich tauchte das Pferd auf. Und die ganzen Geometrien der Stadt sind wirklich auf das Pferd aufgebaut. Dann in Russland hat man gesagt, es ist alles öffentlicher Trafik. Also man hat Subways und man hat Busse und so weiter. Und dann haben sie, die Distanzen wurden immer größer und man hatte immer mehr Grünstädte. Das ist Amerika, das wirklich auf das Auto gebaut ist. Jetzt, wenn man nur, das ist eine Kreuzung in Los Angeles, wenn man diese Kreuzung nimmt und guckt an, das ist die Innenstadt von Kopenhagen. Wenn man das einfach vergleicht, ist verrückt, wie viel Platz wir aufnehmen, nur um eine Kreuzung des Autos von einem Punkt zum anderen zu kommen können. Die Geschwindigkeit eines Autos hat auch eine bestimmte Geometrie. Das bedeutet, wenn ein Auto 120 Kilometer in der Stunde fährt, dann braucht es so viel Distanz, um einfach sich von einer Lane zur anderen zu bewegen. Und wir haben wirklich den Ingenieuren so Art die Welt gegeben, um uns von einer Richtung zur anderen zu geben. Und das ist so Art, unsere letzten 100 Jahre sind geprägt von diesen Geometrien. Die Frage ist einfach, können wir uns das ein bisschen anders denken? In 1900 ist man durch London mit 16 Kilometer der Stunde durch die Stadt gegangen. Heute geht man mit 16 Kilometer der Stunde durch die Stadt. Also wir haben 100 Jahre Möglichkeit, um uns zu verbessern, aber man kann sehen, es geht einfach nicht besser. Die Frage ist, können wir das irgendwie anders andenken? Wir denken einfach, dass weniger ist besser in diesem Fall. Das sind dieselbe Gruppe Menschen, wenn sie Räder radeln, wenn sie Autos fahren oder wenn sie in einem Bus sitzen. Wie viel Platz sie einfach aufnehmen in der Stadt. Und man kann hier sehen, wie viel Platz ein Mensch nimmt in der Stadt mit den verschiedenen Verkehrsmitteln durch die Stadt. So, zurück zu dem driverless Auto und was ich vorher gezeigt habe, wo diese Autos alle so Art ganz nah dran gefahren sind. Der Grund, dass wir so viele große Distanzen brauchen, ist, weil es ist nicht, dass wir schlechte Fahrer sind, es ist, weil alle anderen sind schlechte Fahrer. Und deswegen brauchen wir diese Distanz von einem Auto zum anderen. Mit driverless cars, wo alles mit GPS geregelt ist, kann man in dem Sinne dieses Unsicherheit rausnehmen und man kann in dem Sinne viel, viel dichter fahren. Das bedeutet, dass plötzlich 10 Autos genauso viel Raum nehmen, die vorher so 4 oder 4,5 Autos genommen haben. Momentan in unseren Städten brauchen wir 15% der Fläche einfach für Straßen. Wir haben die Möglichkeit, das auf 5% zu bringen, wenn wir einfach die Autos auf driverless bringen und die Autos einfach sich selber führen und in Linien fahren. Das gibt dann die plötzlich 10% Fläche, die du entweder benutzt, um Finanzierung zu machen über diese neue Technologie. Und wenn man jetzt zu einer Kreuzung kommt, dann hat man wirklich, muss man Regeln angehen und man muss aufpassen. Wir sagen einfach, was wäre, wenn
man sich das anschaut wie im Meer mit Schulen von Fischen, die einfach von einem Weg zu anderen. Also jedes Fisch weiß, wo er hin will, aber reagiert durch die Informationen von den anderen, wie man dann so rumflitzt. Und das ist, was wir sehen einfach in der Zukunft, die Möglichkeit ist, dass man, wie hier in Manhattan, da fährt nicht ein Mensch, das sind ja alles Cabs, also man setzt sich hinten rein, man sagt, wo man hin möchte und plötzlich taucht man dann da auf, wo man hin möchte. Also Leute gibt es schon, die sowas machen, täglich. Es ist nur, dass wir das jetzt, anstatt einen Fahrer brauchen, einfach das mit regeln. Audi hat uns die Möglichkeit gegeben, das nochmal zu machen, weiterzumachen. Und wir haben hier eine Art Smart Grid kreiert, wo das Auto fährt und reagiert mit der Information von den Menschen, die um das Auto gehen. Das bedeutet, dass die Straße intelligent ist, versteht, wo die ganzen Sachen sind und kann reagieren durch die Information, die in der Straße liegt. Wir sehen das als eine Möglichkeit, wiederhin, dass die Autos, Menschen und Pferde, in meinem Fall, alle so Art koexistieren können in der Stadt. Das waren jetzt zwei ganz große Themen. Ich ende jetzt mit dem Grund, dass ich hier eingeladen bin. Das war der Berg. Wir haben ein Comicbuch zusammengestellt, wo wir diese Ideen alle illustrieren. Das nennt sich Yes is More. Wir haben ein Büro in Kopenhagen, wie auch in New York, wo ich arbeite. Und wir machen unheimlich viel mit Modellen und Basteln, um diese ganzen Ideen irgendwie zu verwirklichen, auch in der Architektur, in der Tat, in das Physische. Und einer von diesen Projekten, das nennt sich der Berg hier rechts. Wir haben auch das Projekt links gemacht, das nennt sich das WM-Haus, weil das wie ein V und ein M aussieht. Die wurden 2005 und 2008 fertig und sitzen so am Kante der Innenstadt von Kopenhagen. Die Stadt hat uns gesagt, wir möchten ein Parkhaus, das Gelbe, und ein Wohnhaus, das Blaue, nebenan. Und dann haben wir gesagt, wie schade für die ersten vier Etagen von dem Wohnhaus, die gucken direkt in ein Parkhaus. Und dann haben wir die Stadt gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr das Parkhaus als Fundament braucht und dann die Wohnung oben drauf setzt? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir dann 80 Wohnungen oben drauf setzen, wo dann plötzlich das Dach deines Nachbarns ist deine Außenterrasse? Du gehst von einem Außenbalkon, von einem normalen Gebäude von, weiß ich, 5 oder 7 Quadratmeter zu 60 Quadratmeter Außenraumterrasse. Also qualitativ einfach eine ganz andere Sache. Das ist diese neue Stadt, von dem gesprochen wird. Das ist Ørestad, wo man ein Einkaufszentrum hat, man hat Bürotürme und dann hat man diese neue Wohnungstypologien, die einfach dort auch koexistieren. Und das ist alles, diese ganze Stadt ist finanziert. Also das ist ganz interessant, das ist eine Metro, die läuft 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, alle 6 Minuten. Und es gibt keinen Zeitplan, weil wenn du gerade einen verpasst hast, dann weißt du, dass der nächste in 6 Minuten ankommt. Das sind 22 Kilometer Metro. Kopenhagen hat das finanziert, indem sie diese Bauflächen an Bauunternehmen verkauft haben. Und es gibt 60 Baufelder und die waren innerhalb 4 bis 5 Jahren ausverkauft in dem Sinne. Es kommen durch diese ganzen Projekte 40.000 bis 50.000 neue Wohnungen und Arbeitsstellen in einer ganz neuen Nachbarschaft von Kopenhagen. Was auch interessant ist, ist, die Metro wurde zuerst gebaut zu nirgendwo. Das bedeutet, dass in 2002 war die Metro dort und keiner von diesen Gebäuden. Die Gebäude kamen erst später. Also hatte man wirklich Risiko eingegangen von der Stadt und von der Regierung, dass das alles irgendwie funkt und funktioniert. Und die Metro ist eine Zusammenarbeit von der Stadt 50% und von dem Staat 50%. Und wird von einem Art Unternehmen gerannt, die dafür sorgen, dass der Außenraum genauso aufgewertet wird wie die Gebäude. Und die Privatbauherren müssen auch glauben, dass die Straßen gebaut werden und dass die Außenräume auch wirklich eine Qualität haben.
Und das alles, also die Metro 2002 gebaut worden. Und was die ganzen Gebäude, die Sie dort sehen, ist seit 2002. Ist ein ganz, ganz interessantes Experiment, einfach zu sehen. Das ist WM, wie man es sieht. Der Berg heißt der Berg, weil wir haben Metallplatten. Man muss ja in einem Parkhaus muss man es durchlüften. Und dann haben wir gelöchert durch Metallplatten und haben uns gesagt, ja, einfach zu löchern ist ein bisschen blöd. Wir nehmen einfach Mount Everest, ein Bild, und dann löchern wir das Mount Everest-Bild auf diese Parkanlage. Und das Parkhaus ist sehr generös. Man hat einen schrägen Aufzug, der dich zu deiner Wohnung bringt. Und wenn man dann in die Wohnung hineingeht, dann wird alles wirklich sehr neutral und sehr warm, und auch man schaut auf die Natur. Und man geht dann wirklich durch diese Hebeschiebetüren raus auf die Terrasse und kann wirklich eine Art suburban Lebensstil haben, und du bist 11 Etagen oben in der Luft. Und das ist auch in dem Sinne, was wir versuchen zu machen, ist, wir versuchen die guten Qualitäten von Suburbia zu nehmen. Das ist, dass du ein kleines Haus hast, einen kleinen Garten, die Kinder können rauslaufen und wieder rein. Und wir versuchen, das ein bisschen zu verdichten, weil einfach die Stadt Kopenhagen und auch der Planet einfach nicht genügend Raum hat, um alles einfach mit Suburbia zu verkleben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich habe noch ein Projekt, das ich zeigen möchte, wenn ich darf. Das nennt sich das Achthaus. Das ist von demselben Bauherrn wie der Berg. Also der Berg sitzt da oben hinter dem blauen, hinter dem schwarzen Turm. Und wir haben jetzt das Achthaus. Das sind 60.000 Quadratmeter, 500 Wohnungen und 10.000 Quadratmeter Gewerbefläche gebaut in der Krise. Also Bauanfang war 2007 und wurde 2010 fertig. Wir machen diese Filme, um diese Ideen zu kommunizieren, weil sehr oft ist es sehr schwierig, einfach mit einem zweidimensionalen Zeichnung diese Sachen zu übermitteln. Das ist unser Büro in Kopenhagen und wie wir arbeiten. Wir machen sehr viel mit Modellen, weil das gibt uns die Möglichkeit, das 3D zu übermitteln. Und die Filme sind nicht im Nachhinein gemacht, die sind sogar am Anfang gemacht. Wir gehen damit zur Stadt oder zum Bürgermeister, zur Planung von der Stadt, um über diese Sachen zu reden. Und wir nehmen oft so historische Beispiele, zu zeigen, dass die Gebäude sehen vielleicht neu aus, aber die Qualitäten, die wir versuchen zu kreieren, sind wirklich von einem historischen Bestand. Und der Bjarke ist, wie gesagt, der Leiter des Büros. Und der erzählt jetzt so, wie dieses Projekt entstanden ist oder wo es herkommt. Und das ist wieder auch, wo die Stadt hat uns gesagt, wir möchten das so. Und dann haben wir gesagt, können wir das nicht ein bisschen anders machen? Das ist Kopenhagen mit einer riesengroßen Parkanlage. Und unser Gebäude ist dieser orange Punkt direkt an dem Rande dieses Parkes. Das Rote, was ihr jetzt, das ist die Neustadt, die jetzt entsteht, diese 50.000 Menschen. Und der rote Streifen ist die U-Bahn. Und der letzte Station ist direkt bei uns vor der Tür. Und die Stadt hat gesagt, sie möchten 100.000 Quadratmeter verkaufen. Und das Erste, was wir mit der Stadt schon verhandeln mussten, ist einfach, wir haben nicht genug Geld für 100.000, wir haben genug Geld für 60. Können wir nicht dieses aufteilen? Und durch diesen Film hat er die Stadt überzeugen können, dass ja, es macht Sinn, 60. Sie sind schon mal viel, 60.000 Quadratmeter. Und jetzt gucken wir uns nur so die 60.000 an. Die Stadt wollte, dass wir einfach eine riesengroße Randbebauung bauen. Und dann haben wir gesagt, das ist unmenschlich. Wenn man drin ist in diesem Hof, würde das wie die Titanic, zweimal Titanics wirken. Und das funktioniert einfach nicht sehr gut. Dann hat die Stadt hat gesagt, wir möchten so einen Turm. Aber die hatten den nur als kleinen Pfosten oben drauf. Und dann haben wir gesagt, wenn man einen Turm macht, ist es nicht so ein kleines Ding, wir machen wirklich einen ganz dünnen Turm. Und dann dieser Turm kann dann im Stadtbild der anderen Türme in Kopenhagen schön funktionieren. Und dann hat die Stadt gesagt, gut, ihr dürft den kleinen Turm machen neben dem Gebäude. Und
natürlich, wenn man oben wohnt in dem Turm, das sind 16 Etagen, dann hat man einen wunderschönen Blick und jeder möchte oben wohnen. Und das ist jetzt wieder so qualitativ, wie wir die Architektur so Art machen. Wenn man unten wohnt, schaut man direkt in das andere Gebäude. Und dann sagen wir uns, okay, dann nehmen wir das einfach das untere und schieben das so ein bisschen, dass die Leute auch eine Sicht haben. Und so in dem Sinne ist jetzt dieser Turm so Art definiert. Das Lustige ist, wenn man jetzt das so definiert, plötzlich tauchen andere Sachen auf. Ja, wie baut man das? Dann sind das Stahlträger, die auf das Diagonal gehen. Dann ist es ein Stahlgebäude und kein Betongebäude. Und dann kann man auch mit den Bauträgern wirklich sprechen, wie man dann das wirklich verwirklicht und baut. Und das ist jetzt, wie wir jetzt uns das vorgestellt haben. Und so ist es heute. Und wie wir das uns vorgestellt haben mit so Schichten von verschiedenen Wohnen und wie es aussieht. Also es ist wirklich ein Riesending und hat auch Qualitäten. Also das sind beinahe 1000 Menschen, die in diesem Gebäude wohnen. Und es ist interessant, es ist beinahe eine Postleitzahl. Und wie Sie dieses Gebäude wirklich als Ihr Zuhause sehen. Das, was ich noch nicht erzählt habe, ist, dieses Gebäude hat nicht einen Parkplatz. 500 Wohnungen, kein Parkplatz. Das ist von der Stadt so geregelt, dass die Leute entweder die Metro nehmen oder radeln. Und um das zu überzeugen zu machen, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Fahrradweg, der auf der Straße ist, und den ziehen wir hoch. Sie können das hier sehen am besten. Wir ziehen diesen Radweg hoch und man kann hochradeln oder runter bis zum 10. Stock und zu seiner Vordertür, um dieses Radeln irgendwie appetitlich zu machen. Es gibt 24 Fahrstühle auch und die sind alle dimensioniert, dass man ein Fahrrad in den Fahrstuhl reinbringen kann. Das gibt dann eine sehr Großzügigkeit, wenn niemand ein Fahrrad hat. Ist man in keinen kleinen Fahrstuhl, sondern in einen riesengroßen Fahrstuhl. Und diese 500 Wohnungen sind innerhalb anderthalb Jahren ausverkauft. Das ist vielleicht in guten Zeiten gar nicht so schnell, aber in schlechten Zeiten ist das hervorragend. In dem ganzen Eurostat wurden in dem Jahr davor dieses Gebäude 30 Wohnungen verkauft. Also, dass sie knapp 500 gemacht haben, ist schon interessant. Wir spielen mit den Breiten der verschiedenen Typologien. Also grau ist Büro und Einkauf, gelb sind Reihenhäuser, grün sind durchgehende Wohnungen mit Balkon auf beiden Seiten und oben sind Penthouses. Und so spielen wir mit denen, um diese Rampe hochzukriegen. Jede Wohnung ist 28 Zentimeter verschoben von der anderen. Und meine Kollegen gehen jetzt diesen öffentlichen Weg, gehen sie jetzt hoch. Das sind alles Eingangstüren hier rechts und man hat einen kleinen Vordergarten. Und das ist jetzt die Mitte und jetzt zieht man sich in den Norden und geht auf diese Bürofläche, die so wächst, einfach oben drauf. Und jetzt kommen wir durch und sind auf der Penthouse-Ebene und gehen weiter, sind wir nicht eine Stufe hochgegangen bis jetzt. Wir sind jetzt auf dem 7., 8. Niveau, gehen jetzt wieder durch diese Kreuzung, gucken jetzt Süden und haben diesen Ausschnitt, wo wir dann diese Parklandschaft sehen. Und dann gibt es eine Feuertreppe, die einem wieder runterbringt. Und ich muss aufhören. Vielen, vielen Dank.